Da. Natürlich war das kein überragendes Spiel von uns, aber das ist eine ekelhafte Mannschaft. Die sind mitten im Abstiegskampf drin, spielen viel mit langen Bällen und ja, wir haben uns das selber zuzuschreiben irgendwie. Also wenn man hier zu Hause 1-1 den Ausgleich macht, dann muss man einfach cleverer sein, dann dürfen wir halt das zweite Tor nicht kriegen. Aber das Fußball halt, Fehler passieren. Es ist natürlich ärgerlich, dass wir immer rauf, runter, 2 gewinnen, 2 verlieren. Ja. Da müssen wir irgendwie Konstanz reinbringen. Maurice, du hast heute deinen Vertrag verlängert. Erzähl was, warum? Was sind die Gründe? Was hast du noch vor hier? Ja, so ein kurzes Statement habe ich ja schon abgegeben, aber gut, also ich glaube, die meisten wissen, dass ich mich sehr wohl fühle, also persönlich, privat, alles was dazugehört, das Umfeld ist mir wohlgesonnen und ich glaube, das kann ich auch ganz gut erwidern und zudem also, ja, habe ich ja auch hier eine Freundin und sportlich lief es eigentlich kurz vor meiner Verletzung eigentlich auch top. Das heißt, ich kann mir hier auch sportlich in Zukunft vorstellen. Ich denke, wir haben auch eine gute Truppe nächstes Jahr auch wieder. Und ja, in dem Gesamtpaket hat es gepasst und freue mich auf jeden Fall. Ja. Jetzt bist du zurzeit verletzt. Ich habe gerade mit deinem Trainer gesprochen. Die Spieler werden knapp. Es gehen hier alle auf dem Zahnfleisch. Jetzt ist die Frage, es gibt noch ein paar Highlights. Mannheim, Saarbrücken am Ende der Saison und dann natürlich Pokalfinale. Sehen wir dich nochmal? Also, du hast jetzt 3 Spiele genannt. Im Idealfall wäre es mir am liebsten, ne, dass ich alle 3 mitmachen kann. Aber ja, ich kann im Moment nicht wirklich, ich merke nicht, was der Körper mit mir macht. Also Knochen heilen nun mal nicht so schnell. Und ich suche noch mal ein paar Spezialisten auf, schaue, welche Ideen die haben und wir werden dann sehen. Ja. Also Pokalfinale ist definitiv schon das große Ziel noch, ja, dass man zumindest da, aber da müsste davor vielleicht auch ein bisschen Spielpraxis gesammelt werden und deshalb dann die beiden Spiele in Mannheim und Saarbrücken klar. Unbequemer Gegner, aber es fehlen viel, eben auch erwähnt auf der PK, ihr geht am Zahnfleisch. Ist das die einzige Entschuldigung heute oder gibt es überhaupt eine Entschuldigung? Nein, das soll ja keine Entschuldigung sein. Ne? Das ist ja letztlich eine Feststellung, eine Tatsache und da reden wir ja auch seit Wochen schon von und auch bei den Siegen, die wir hatten, ob das gegen wie in Wiesbaden oder in Mainz war, haben wir ja auch von gesprochen, dass wir personell eine dünne Decke haben und damit eben umgehen müssen. Klar ist aber auch, dass man es heute auch irgendwo nachhaltig gesehen hat, weil wir waren ja nicht schlecht im Spiel. Ne? Wir waren ja eigentlich ganz gut im Feld. Und dann muss man sicherlich berücksichtigen, dass nach dem 1-1 nicht nur körperliche Frische vielleicht auch ein bisschen gefehlt hat, sondern auch so ein bisschen diese mentale Frische. Der Gegner kam dann nochmal intensiv über dieses Thema Zweikämpfe, über dieses Thema Robustheit, über dieses Thema Emotionalität. Und da haben wir dann auch so ein bisschen Federn gelassen, konnten unseren Spielrhythmus nach vorne nicht mehr so entwickeln, deswegen den Gegner auch nicht mehr so unter Druck setzen. Und dann haben wir Fehler gemacht. Ja, und dann logischerweise auch ein Spielentscheidend mit diesem 2-1, wo du in der Mitte den Ball nicht geklärt bekommst, was eigentlich ein einfaches gewesen wäre. Und das ist dann auch wieder so eine Geschichte, kein Vorwurf an die Spieler. Da fehlt dann vielleicht auch dieser Ticken an Frische, an mentaler Bereitschaft, ne? Nicht der Wille. Nicht die Leidenschaft, das ganz bestimmt nicht, weil das hatten wir hinten raus dann auch nochmal versucht in die Waagschale zu werfen, aber dann geht halt nicht mehr. Ja, jetzt haben wir aber noch ein paar Ligaspiele und das Highlight, wie geht der Trainer Matthias Mink damit um? Was macht man jetzt? Der Kollege von FFH hat eben so schön gefragt, wie kriegen Sie es denn jetzt hin, trotz der Tatsache, dass Sie in der Liga in einigermaßen ruhigem Fahrwasser sind, die Spannung hochzuhalten. Dann habe ich gesagt, das ist ganz einfach. Wir haben in den letzten 2 Saisonspielen Gegner wie Mannheim und Saarbrücken. Das sind nochmal Highlights, auch für die Spielzeit, auch für die Mannschaft. Und deswegen ist mir da nicht Angst und Bange. Das sind sehr, sehr gute Vorbereitungsspiele auf das Pokalfinale, weil es vielleicht da auch für Mannheim, für Saarbrücken auch ein bisschen was geht. Ja, und deswegen da hat der Ligaspielplan uns eine gerechte Geschichte zugeschustert. Also da brauchen wir keine Spannung hochhalten. Für uns ist viel wichtiger das Personal und die Regenerationssituation bzw. die Verletzten-Situation so ein bisschen mit dem Blick zu nehmen, da den Blick drauf zu richten, jetzt vielleicht auch dem einen oder anderen, wenn es denn möglich ist, eine Pause geben. Ja, das ist das, was wir im Blick nehmen müssen, aber Spannung, die kriegen wir bis zum Pokalfinale auf jeden Fall hochgehalten.